Take my hand. Go ahead. Play my game. So, servus Leute, herzlich willkommen bei mir im Kanal. Neues Video Hijacked und wir spielen den Modus Stellung. Ja, ich wollte mal über das Thema, das auch schon in der Überschrift steht, sprechen. Und zwar möchte ich über das Thema USA, Amoklauf und wer ist schuld an dieser ganzen Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne viele Filme, die mit dem Thema USA sich beschäftigen und auch die sich mit der Kultur von Amerika beschäftigen. Und geil finde ich halt, gut, man muss ein Fan von den Filmen sein, man darf natürlich auch nicht alles glauben. Es ist auch viel Satire und viel Ironie in dem Film, den ich jetzt meine. Und zwar meine ich den Film Bowling for Columbine. Ja, der Film ist von Michael Moore. Der eine oder andere, den dürfte Michael Moore ein Bekannter sein. Er hat auch Filme über die Finanzkrise gemacht. Er hat auch Filme über 9/11 gemacht. Ja, die Meinung kann ich nicht immer hundertprozentig teilen, die Mr. Moore teilt. Aber was das Thema USA betrifft, ja. Also ich werde mal kurz ein bisschen erklären, um was es in dem Film gegangen ist. Und zwar in dem Film geht es um Folgendes. Ihr kennt ja sicherlich die Columbine High School. Da gab es vor, es ist aber schon sehr lange her, einen Amoklauf. Das war, glaube ich, der erste, so der erste richtige Amoklauf in der Schule, wo mehrere Menschen getötet worden sind. Wo zwei Kollegen, also die sind einfach hergegangen eines Morgens und haben sich gedacht, so, heute gehe ich mal in meine Schule und schieße einfach alle kaputt. Die Kollegen hatten halbautomatische Waffen, ganz normale Pistolen, Granaten, Sprengstoff, also die hatten wirklich alles. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte, die haben das alles legal in einem verfickten Scheißladen gekauft. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist doch mal ultra heftig, oder? Also die sind in Walmart gegangen, haben gesagt, ich brauche ein paar Munitionspackungen hier dafür, dafür, dafür. In Amerika ist es so krass, also ich habe mal ein paar Statistiken gesehen. Und zwar, dass das Land, das im Endeffekt, gut, das ist jetzt so eine Statistik, die man kann, ich hätte es auch nicht gedacht, das Land mit den meisten Waffen ist nicht USA, sondern ist die Schweiz. Ist eine Sache, wo ich sagen muss, ja, hä, wie Schweiz, warum? Schweiz ist so, ihr kennt ja Schweizer Garde und so, die Leute, die haben pro Kopfeinheit, glaube ich, mindestens 4, 5 Waffen runtergebrochen auf die Bürger. Also von dem her sind sie sehr, sehr weit verbreitet. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, die Statistik war auch schon ein bisschen älter. Aber finde ich zum Beispiel sehr, sehr krass, auch was wer in dieser Statistik mit vertreten war, ist Kanada. Also Kanada ist ja ein Jagdland, also die müssen natürlich immer irgendeinen Bären erschießen, ist ja klar, oder irgendeinen Lachs, ne? Weil dann kennt er ja aus South Park hier, er kommt direkt auf uns zu! Und ja, das ist halt das, diese Mentalität. Und Michael Moore erklärt in seinem Film oder möchte in seinem Film oder mit diesem Film erklären, warum zur Hölle schießen sich in Amerika mehr Leute kaputt, als dass es lieb und nett ist. Man muss ganz ehrlich sagen, in Kanada gibt es genauso viele Waffen wie in Amerika, also ungefähr, sage ich jetzt mal. Nur schießen sich dort weniger Leute kaputt wie in Deutschland. Entschuldigung, wie in Kanada. Also in Amerika schießen sich mehr Leute kaputt wie in Kanada, obwohl es da fast genauso viel Waffen gibt. So rum wollte ich sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Und Michael Moore hat dann natürlich ein paar, sag ich mal, sehr, sehr kontreske Themen rausgefunden. Er hat zum Beispiel gesagt, dass es zum einen natürlich auch an den Medien liegt in Amerika und da bin ich voll auf seiner Seite, weil man hört in den amerikanischen Medien, also wer von euch schon mal in Amerika war, wirklich sehr, 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 sehr viel Negatives. Und das ist mir jetzt persönlich extrem aufgefallen bei diesem Amoklauf, dass sehr, sehr wenig berichtet wurde. Also sonst war es immer so, wir haben ja bei uns in der Arbeit, also wer es nicht weiß, ich arbeite an der Börse sozusagen und da haben wir den ganzen Tag NTV laufen oder halt den Nachrichtensender überall. Und da ist es so gewesen, bei dem letzten Amoklauf, wenn ich mich noch recht entsinne, wo war das nochmal? Ich glaube in Finnland da dieser blöde scheiß Hurensohn, der da die ganzen Kinder abgeknallt hat. Also sorry, sowas kann ich überhaupt nicht unterstützen. Da wurde ja berichtet und warum macht so jemand sowas und
wie geht in einem Typen wie dem sowas vor und Special hier, Special da und bla 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 und was weiß ich. Man hat's da echt übertrieben und manche Experten haben auch dazu eine Meinung, warum man in diesem Fall ganz ehrlich sagen muss, wer ist denn schuld an dieser ganzen Sache? Und jetzt hier mal die Experten für euch. Angry, heavy metal. Subculture. Where were the parents? Violent movies. South Park. Video games. Television. Entertainment. Satan. Cartoons. Doom. Society. Toy guns. Drugs. Shock rocker. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson has canceled the last five dates of his. So, jetzt wisst ihr definitiv, wer schuld ist, und zwar Marilyn Manson. Tja. Michael Moore hat in dem Film auch mit Marilyn Manson gesprochen, fand ich irgendwie ziemlich cool, weil Marilyn Manson mit so riesen Schuhen da hockt und halt eben von wegen was erzählt, dass er eben selber so eine scheiß Kindheit hatte und warum sollte er denn schuld sein? Ich kann natürlich das vollkommen verstehen, weil ganz ehrlich, man hat in diesen Clips kurz gehört, South Park wäre schuld, Videospiele wären schuld und das ist immer das Gleiche und ich muss ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist, weder das Spiele schuld sind, weder das Einfluss von irgendwelchen Medien schuld ist, noch sonst irgendwas, sondern es liegt ganz allein an den Einstellungen des Menschen. Ich denke, so ein Mensch muss eine Psyche haben und muss einfach entweder so gestört sein in seiner Psyche oder irgendwie so kaputt sein, weil er kommt doch nicht von heute auf morgen auf... Oh, was ist denn das hier für ein Bullshit? Kommt doch nicht auf die Idee... einfach mal in der Früh aufzustehen und er sagt, ey, ich renne heute in meine Schule und schieße halt Leute ab. Das ist was, wo das geht mir als Mensch nicht in meinen Schädel. Das kann mir auch niemand weismachen, dass daran irgendwas schuld sein soll. Und es kann nicht daran schuld sein, dass es Call of Duty gibt oder dass Counter-Strike daran schuld ist, wie man damals hier in, wo war das? Erfurt? Ja, ich glaube in Erfurt war das, wo die dann gesagt haben, ja, man hat auf dem Computer bei dem Jungen Counter-Strike gefunden und deswegen Killerspiele und also, boah, also da muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Shooter wie ich spiele, da müsste ich schon 27 Schulen amok gelaufen sein, also nee, definitiv nicht. Also es liegt definitiv auch an der Einstellung eines Menschen. Wenn ich die Einstellung habe... Keine Ahnung, was sind das denn für Leute, die da meistens irgendwie durchdrehen? Man hört ja nicht, das sind Leute, die sehr viele Freunde haben, die wirklich sehr beliebt waren. Das hört man immer nicht. Man hört, das ist das, was ich am allermeisten höre. Es sind zurückgezogene Leute, die meistens Außenseiter sind. Das sind die Leute, die halt irgendwann einfach mal die Schnauze voll haben. Und so, denke ich, kann man es auch am besten beschreiben. Die Leute haben die Schnauze voll und wissen aber auch keinen anderen Ausweg. Jetzt ist es in Deutschland sehr, sehr schwierig, an eine Waffe ranzukommen. Also das heißt, ihr kommt nicht einfach so an Waffen ran, außer eure Eltern haben da welche oder ihr seid im Schießverein oder halt im Schützenverein heißt es ja. Und das sind halt so Sachen, da ist Amerika natürlich schon... Da gibt es, wenn man das mal auch statistisch betrachtet, sieht das Ganze so aus, dass es in Amerika mehr Waffenläden gibt, als dass es Starbucks-Läden gibt. Und das ist dann schon heftig. Man könnte dann schon sagen, in fast jedem zweiten Waffenladen ist ein Starbucks-Kaffee drin. Also es ist natürlich sehr makaber, aber man muss es einfach mal wirklich von der Seite sehen. Die Amerikaner, die sind auch durch ihre Geschichte extrem waffengeprägt. Das war auch das, was man immer wieder als Ausrede hört. So, ja, warum, man hat den Kollegen hier, den Vertreter der Waffenvereinigung gefragt, der hat dann eben gesagt, ja, Amerika wäre halt ein Land, das sehr, sehr blutrünstige Geschichte hat. Also eine sehr, sehr blutrünstige Geschichte. Geile Antwort von Michael Moore kam dann eben, ja so, und Deutschland hat keine blutrünstige Geschichte? Nein, wir haben... irgendwie ein paar Millionen Leute auf dem Gewissen, oder also wir, oh sorry, das klingt jetzt echt heftig, aber unser Land wird ja hier so dargestellt, als hätten wir so viele Leute auf dem Gewissen. Und also unsere Geschichte ist noch extremer wie die, finde ich, von jedem anderen Land. Da könnten wir Frankreich genauso mitnehmen, da könnten wir England mitnehmen. Es sind so viele Länder, die so viel Blut an ihren Händen kleben haben, weil die irgendwelche Leute umgebracht haben oder Massakers begangen haben, weil... da dürfen wir nicht die Amerikaner nur mit einbeziehen, nur weil sie hier, sag ich mal, hier auch die
schwarze Rasse unterdrückt haben, so hart es jetzt auch klingen mag, aber so ist es auch gewesen. Und das darf man da auch nicht nur einzeln sehen, sondern man muss halt das im Gesamten sehen. Das darf man nicht als Ausrede einfach mal so gelten lassen, dass man sagt, hey, ja, wir Amerikaner dürfen uns erschießen, weil wir dementsprechend eine blutrünstige Geschichte hatten. Weil dann müssten wir in Deutschland alle irgendwo einen Batscher haben. Und ich finde es halt, ich muss es halt von der Seite auf jeden Fall sehen, dass ich sage, in Deutschland ist es so, dass man dann immer versucht, die Geschichte dieses Kindes auf jeden Fall zu Revue zu passieren lassen. In Amerika, das, was jetzt passiert ist, das war am Freitag, den 14.12. In Newtown. Und zwar ist es so gewesen, dass ein 20-Jähriger, der Typ heißt Adam Lancer, der ist einfach mal losgezogen, der hat nicht mal einen Abschiedsbrief hinterlassen, gar nichts, ist einfach losgezogen und hat 20 Kinder erschossen und 6 Erwachsene, glaube ich, waren es. Also das ist halt, ich weiß es nicht, man muss doch als Mensch da dementsprechend irgendwie eine psychische Störung haben, um sowas zu machen. Und jetzt würde es mich halt einfach mal interessieren, was ihr zu dem Thema sagt und ob ihr den Film, den ich meine, schon gesehen habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis denn, servus. We'll be right back.